weg hier. So, bep, 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 bep. Ach nö, das ist jetzt Karma. Genau so sieht das aus. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. So, und da sehen wir es, denn wir spielen heute Fire Engine Simulator. Genau, wir spielen heute ein Spiel, in dem wir das Feuerlöschen simulieren. Und ich habe ja ein bisschen Angst, dass, was wir uns hier runtergeladen haben. Zumindest ist dieses Spiel entwickelt worden von Schizo Soft, ist freigegeben ab 0 Jahren. Die App ist im Download kostenlos. Es soll aber mal wieder In-App-Bezahlfunktionen geben, die sich da belaufen von 99 Cent bis 6,99 Euro. Erschienen ist das Ganze am 7.12.2017 und erfordert im Google Play Store einen Speicher von knapp 45 MB und die Sprache soll Englisch sein. So, ich höre jetzt absolut überhaupt keine Musik. Ich höre nichts. Ja, jetzt höre ich was. Ja, hört sich schon richtig nach Feuer an. Im Übrigen haben wir den Kibo auch daneben, der ein bisschen müde ist und glaube ich heute wahrscheinlich gar nicht so viel unbedingt sagen wird, wenn er nicht mag oder mag oder... Ich will Feuerwehrauto sehen. Er will... da war die Stimme weg. So, ich habe keine Ahnung, was wir tun sollen. Also offensichtlich haben wir gerade mal 500 Dollar und ich habe keine Ahnung, wie wir an Missionen kommen. Ah, okay, ja, indem wir einfach ganz stylisch aufs Auto... Müssen wir uns das Auto jetzt aussuchen oder modifizieren? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich hier tun soll, was auch schon mal sehr gut ist. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ja, gut, okay, das ist unser Löschfahrzeug. So sieht es aus. Ja, ist ja hübsch. Ich glaube, hier sind wir in einem Menü. Können wir das auch umlackieren? Okay, klar, wir machen ein schwarzes Feuerwehrauto. Das sieht eher aus wie von der Polizei. Sie die Gangster damit einfangen wollen. Was ist das denn für eine crazy Idee? Okay, finde ich ja gar nicht so. Gibt es auch pink? Ein pinkes Feuerwehrauto wäre doch jetzt mal richtig hart. Oder machen wir kurz ein grün? Damit auch jeder weiß genau, dass du von der Feuerwehr bist. Nämlich nicht. Okay, modern black. Ach, schön. Okay, wir können die Farbe wechseln, wir können, was ist das, dem Ganzen noch ein Turbo verleihen. Also das heißt, momentan werden wir, also wenn wir überhaupt irgendwie zu Feuer kommen, werden wir sehr langsam hinfahren. Das ist doch auch schon mal schön. Wir haben auch nur, siehst du, einen Stock im Po, nämlich nur Stockreifen, also wahrscheinlich nur die ganzen normalen. Was ist denn Orient? Wie sieht denn der Orient aus? Können wir das sehen? Nein, okay. Sehr gut. Was haben wir hier? Ah, unsere... Sirene. Haha, so, sehr schön. Das heißt, wir sitzen jetzt wieder in unserem Büro. Diesel haben wir 83%. Wasser haben wir vollgeladen. Wie komme ich denn in diese Mission? Unser Safe ist offen. Das ist schon mal gut. Ah, da sehen wir gleich unsere In-App-Bezahlfunktion. Da sehen wir es. 1,99 € und ah, okay, das ist ja richtig krass. Das heißt, flups, bist du drauf. Das ist natürlich eine sehr gefährliche Geschichte, aber Gott sei Dank musst du bei Google ja irgendwie dein Passwort noch mit eingeben. Aufs Lenkrad? Das ist die Bedienung, also rumdrehen. Oha, das sieht schon wieder mega kompliziert aus. Ich würde sagen, ja, ich habe keine Ahnung. Ich klicke einfach mal ganz gekonnt weiter und sag mir mehr, als dass das Haus verbrennen kann. Kann nicht passieren. Ich bin gespannt, was ist da jetzt prepared. Ladebildschirm. Ehe es heiß wird. Okay, da sind wir. Hallo? Fahren? Achso, Gaspedal. Wäre eine Option. Ach du Scheiße, so ist das gemacht. Und da sehen wir auch schon wieder In-App-Werbung. Ich bin gerade ein wenig überfordert. Ich habe, dazu muss ich sagen, keinen Führerschein. So, jetzt können alle mal eine Runde lachen und grinsen. Ich habe keinen Führerschein. Ich habe jetzt sozusagen meine erste Fahrstunde. Was auch immer gut ist, wenn man dann so ein Feuerwehrauto nimmt. ich komme weit und klar. Das ist wie bei Seniorenzock Kimo. Wir haben uns nämlich Seniorenzock angeguckt. Was haben die gespielt?
GTA. GTA, genau, bei GTA und ich weiß gar nicht, wer das war, Elfriede, Elvira, ich habe keine Ahnung, wie sie hieß, die Dame. Zumindest haben wir das im Internet gesehen, Senioren zockt und da ist die Dame auch, nachdem sie denn geschafft hat, überhaupt in ihr Auto irgendwie einzusteigen. Wie komme ich denn rückwärts? Sie stand auf jeden Fall ähnlich lang in der Wand. Sie stand ähnlich lang in der Wand und da ist die Dame auch ganz gekonnt gleich erstmal gegen die Wand gefahren. So, sehr schön. Ich mag das Spiel nicht. Ich kann nicht lenken. Sehr schön. Ja, guck doch mal, das ist voll der Käse. Ja, es piept hier ewig lang. Hallo, Entschuldigung, Hilfe. Ich brauche erstmal irgendwie ein paar Führerschein-Einheiten, glaube ich. Hallo? Fahren? Irgendwas tun? Es hat sich nicht bewegt. Also das ist schon mal... Hä? Hallo? Dreh dich doch nicht rum. Der Rückwärtsgang. Ich glaube, da geht er automatisch in die... Aber wie kriege ich den wieder raus? Wie kriege ich den Rückwärtsgang wieder raus? Weil wenn ich so drehe... Siehst du das? Kannst du Gas geben? Nach vorne fahren? Ja, okay. Heieiei. Ich habe ja die Befürchtung, dass ich gleich sämtliche Leute umfahren werde. Und, Hilfe! Ich mag ja... Oh, hier brennt was. Stopp. Ja, läuft. Läuft sehr gut. So, das heißt, wir haben jetzt einen Brand. Gestoppt von der Mülltonne müssen wir jetzt gucken, wie wir an unseren Schlauch rankommen. Ich habe keine Ahnung, wie man löscht. Es ist auch mega geil. Ich fühle mich gerade wie irgendwie so ein Hilfsarbeiter, der einfach mal eben angerufen wurde und gesagt hat, nur mach mal hier Feuerwehr. Und keinen Plan hat, was er tun soll. Also gleich, vielleicht können wir die Sirene anmachen? Hallo? Ja, wir sind an einem Einsatzort. Ein GPS gleich noch mit zum... wobei, das ist cool. Guck mal, wir können uns GPS zu unserem Depot legen, aber auch zu einem Hostel, falls wir einfach mal Bock haben und eine Runde pennen wollen. Wenn wir einfach keine Lust haben, jetzt zu arbeiten, dann pennen wir einfach mal eine Runde im Hostel. Dieses Spiel ist sympathisch. Finde ich gut. Also wir lassen die Sirene jetzt einfach nochmal ein bisschen an. Was ist das jetzt? Ach, guck mal. Genau, Licht können wir auch noch anmachen irgendwie. Genau, ich würde sagen, Licht lassen wir auch gleich noch an, dass alle Leute sehen. Ey, pass auf, die Feuerwehr ist da. Es kann nichts mehr schief gehen. Was ich ja gerade echt bezweifle. So, kann ich auch das Feuer einfach rauftippen? Nein, dann passiert nichts. Ich sehe hier nirgendwo einen Schlauch. Okay, es ist mir gerade zu laut. Was passiert denn hier? Nix. Okay. Silenze. Sehr gut. Ich habe keinen Schlauch. Ich habe keinen... Ach, da oben vielleicht. War das jetzt mein Schlauch? Was habe ich getan? Nichts. Ich schnall's nicht. Kivo, hilf mir. Siehst du irgendwo meinen Schlauch? Ich bin weit weg und muss direkt daneben stehen. Wie daneben? Machen wir mal einen Rückwärtsgang rein und... Ich fahre jetzt ins Auto rein. Ja. So. Pack doch mal den Brand. Ah, wahrscheinlich in den Kreis. Okay, das macht Sinn. So, das wird jetzt problematisch, weil ich muss gucken, wie ich in diesen Kreis fahren kann. So, es guckt wahrscheinlich hier schon in den ersten Sekunden, denkt sich die Leute. Also entweder ihr da draußen, ihr guckt das, weil ihr so richtig schöne Blondine abkackt. Ich komme hier nicht raus. Abkackt ihr, ich komme nicht raus. Scheiße. So mega Blamage. Ja, also was lernen wir daraus? Frauen können weder im realen Leben noch irgendwie per App Auto fahren. Wobei, ich liebe Autorennen. Spiele, aber dieses Spiel überfordert mich gerade maßlos. Ich kann hier echt auf die Sachen drücken und es passiert nichts. Ja, aber das Auto gleich. Vor allen Dingen, ich kann noch nicht mal hier die Kamera rumdrehen. Was ist denn das für ein Scheiß? Hallo? Jetzt fängt's an. Ja, ich brauche gar nichts mehr machen. Das war der Regentanz. Selbst der Himmel weint. Das ist so traurig. Ich krieg's nicht bewegt. Ja, ich würde sagen, läuft, ist gelöst, Fall ist gelöst. Okay, ich drücke einfach mal aufs Gaspedal und aktiviere mal irgendwie einen Pfeil. Und ich fahre einfach mal nach vorne, vielleicht hilft das. Hallo? So, tschüss, war schön. Jetzt rückwärts? Das ist aber auch ein... Okay, es ist ein Simulator, jetzt weiß ich, was Feuerwehrmänner... Fahrblende, Blende, genau so, Verblende. Da, ja, stopp. Hallo? Okay, na, zu weit. Ach, das gibt's doch nicht. Geeignetster Fahrer der Welt. So, stopp! Jetzt! Jetzt ist es weg. Am Arsch. Also, das gibt's doch nicht. Jetzt fahren wir noch ein bisschen rückwärts.
Läuft. Also ich glaube, dieses inzwischen... So, okay, ich glaube, ich muss irgendwie die Steuerung erst noch ein bisschen lernen. Vielleicht kriegen wir das hin, vielleicht kriegen wir es auch gar nicht mehr hin. Es ist wirklich für den Arsch. Kibo, ich drücke dir das, glaube ich, gleich in die Hand. Ich bitte darum. Um mein Ego so ein bisschen... Ich möchte einfach sehen, ob nur ich so komplett dämlich bin oder ob das... So, also ich glaube, ich werde dieses Telefon gleich einmal rüberreichen an den Kivo. Und komm, wir verstellen jetzt hier. Mich interessiert, ob wir einen Autounfall machen können, wenn wir uns einfach jetzt mal den Weg reinstellen. Das testen wir nochmal aus. Bleib stehen. So, weil theoretisch müssten ja jetzt eigentlich neue Autos nachkommen. Und die müssten ja dadurch, dass wir genau auf der Fahrbahn stehen, wo Autos stehen. Ich kann mich rumdrehen. Aha, so, da kommt jetzt plötzlich keiner mehr. Das heißt, hier Stauwarnung ist ausgelöst. Haben sie gesagt, Randale bei der Polizei, wollte ich sagen. Bei der Feuerwehr. So, das ewig brennende Auto da vorne. Jetzt kommt keiner mehr an, ne? Intelligent. Doch, da. Und sie warten. Das heißt, wir können jetzt den Mega-Stau produzieren. Da, guck. Ja, ich liebe sowas. Komm los. Ich will so den übelsten Stau jetzt provozieren. Kibo schüttelt schon mit dem Kopf. Probierst du sowas nicht aus in Spielen? Bei GTA probiere ich sowas schon aus. Ich habe jetzt nur gerade drüber nachgedacht, dass wir die Feuerwehr sind und irgendwie Leben retten müssen. Ja, wir retten doch Leben. Wir retten Leben. Wir bewahren genau die Fahrer in diesen Autos vor ganz Schlimmem. Ich finde das ja geil. Also das würde ich jetzt ohne Scheiß echt gerne noch ein paar Sekunden so weiterlaufen lassen, weil mich interessiert, wie lange wir die Schlange da hinten kriegen. Ich weiß nicht, ob das geplant ist. Zumindest kommen jetzt hier von der linken Seite keine Autos mehr an, aber die können ja jetzt hier auch nicht mehr langfahren. Finde ich ziemlich geil, finde ich. Das ist so, ich glaube, da haben wir jetzt gerade so ziemlich geil Gamebug, den wir ausnutzen. würde ich echt gerne noch ein paar Sekunden laufen lassen. Das tun wir. Ich weiß zwar nicht, ob uns dann irgendwie der Sprit alle geht und wir eh hier stehen bleiben müssen, aber das würde mich interessieren, ob da noch ein Auto dazukommt. So, das gucken wir gleich mal. So, also, die Feuerwehr in voller Action. Ja. Und vor allem, wie geil ist, also es ist schon mal nicht in Berlin. Ah, siehst du, da ist Auto Nummer 4. Das kann schon mal nicht in Berlin sein, weil da hättest du schon längst irgendwie zum einen Leute, die hupen und die übelsten Beleidigungen an den Kopf geworfen bekommen. Ich finde das ja geil. Das finde ich ziemlich geil. Komm, wir provozieren jetzt wirklich ewig langen Stau. Das finde ich ziemlich geil. Kibo, wie würdest du reagieren, wenn du jetzt im Auto sitzt und du siehst, dass da so ein Idiot einfach umdreht? Aber würdest du da gelassen stehen bleiben oder würdest du fluchen, würdest du den anschreien, würdest du rausbrüllen? Ja, ich glaube, in der Situation, wie es jetzt der Fall ist, würde ich halt wirklich umdrehen und mich aufregen. Okay, aber auch wenn die Feuerwehr sich da querstellt, ich glaube, ich würde erstmal wirklich die Polizei rufen und fragen, ob irgendwie jemand den Wagen entführt hat, ob das irgendwie ein Irrer ist. Weil das ist jetzt nicht unbedingt so der Normalzustand, den ich persönlich kenne. Ja, also zumindest haben wir jetzt schon einen schönen Stau. Ich überlege gerade, ob wir das Spiel noch ein bisschen weiter treiben oder ob ich das einfach ein anderes Mal mache. Ich glaube, das machen wir ein anderes Mal. Und ich übergebe mich und das Telefon und alle anderen einfach mal kurz an den Kivo, weil mich interessiert, ob er besser lenken kann. Ich fürchte ja. So, Kivo, dein Einsatz. Ich versuche mich. Und ich überlege jetzt gerade, wie denn die Lenkung... die funktioniert halt mit... Ich glaube nämlich, ich habe persönlich mein Telefon nicht rumgedreht. Kivo dreht gerade ganz heftig am Telefon. Ich habe nur auf die Links- und Rechtspfeile und okay, er ist am Brand. Ja, toll. Der Mann kann besser fahren als die Frau. So, was müssen wir jetzt tun? Das Auto ist doch schon im Arsch. Das lohnt doch gar nicht mehr. Jetzt auf den... Muss ich den jetzt auch timen? Hallo? Schlauch? Mein Schlauch? Okay, das heißt, mit dem Finger muss ich jetzt auch noch auf das Feuer raufditschen. Und gut löschen. Also da seht ihr die Zahlen. Ding. So, brennt immer noch. Oh, gibt's doch nicht. Das ist doch schon komplett ausgebrannt. Okay. Feuer gelöscht. Das war's jetzt. Kein Applaus, keine Musik, kein gar nichts. Hallo. Dann macht's noch einen letzten Spritzer und weg war's. Okay, wir haben zumindest $91 dafür bekommen. Das ist ja jetzt nicht die Welt für die tonnenweise Liter, die wir da
verschüttet haben und unsere Autos da hinten sind weg. Nein, ja. Wir haben jetzt Follower. Ja. Ja. Fans der Feuerwehr. Ja. Oh Gott, ich schreie schon wieder. Ja. Oh Gott. Okay, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es. Es ist so bescheuert. Wir haben noch nichts gemacht und ich kann damit nicht umgehen, aber ich mag es. So, an der nächsten Kreuzung werden die wahrscheinlich ewig sein. Also, du hast gesagt, hier rumschwenken, ne? Okay, dann, hallo, drück aufs Gas, los. Ja, okay, das könnte funktionieren. Ich bin gespannt. Ich werde zwischendurch vielleicht abrupt stehen bleiben, damit die Leute hinter mir auch einfach abrupt stehen bleiben. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Hallo, stopp. Aber dafür hast du ein Navi. Dafür habe ich ein Navi, genau. Das sollte ich, siehst du, da können sie jetzt endlich vorbei und denken sich, ach du Arschloch. Piep. So, GPS aktivieren. Wo will ich denn hin? Okay, also in Junkpile 10 Kilometer gibt es einen kleinen Brand. Apartment Building 10 Kilometer. Also ich glaube, wir wagen uns hier gleich mal in so einen Riesenbrand, ne? Einfach, weil ich sehen will, was passiert, wenn wir das nicht gelöst bekommen. Einfach hier, du bist aber mutig. Den holen wir jetzt ein. Ich weiß, wir müssen in die komplett andere Richtung und ich glaube, wir verballern da auch ziemlich Sprit, aber fahr doch nicht vor die Mülltonne. Über die rote Ampel und dabei hackt das Spiel gleich rum, weil es gesehen hat. Oh, rote Ampel. Aber wobei, ich glaube, wir fahren gar nicht so falsch. Aber habt ihr es gesehen? Guck mal, ich krieg sogar die Kurve, ne? Jetzt hat es raus. Der Akku wird dabei schon wieder ziemlich heiß. Ich glaube, deswegen hakt das Spiel auch immer wieder. Und ich glaube, ich muss immer mal wieder eine Spielpause machen, weil sonst werden die Aufnahmen nicht richtig. So, fahr weg hier! So, bep, 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 bep. Ach nö, das ist jetzt Karma. Genau so sieht das aus. Können wir nicht... Fahr mal rückwärts hier jetzt. Ich möchte jetzt die Spur wechseln, so einen auf Geisterfahrer machen. So, hallo? Ist unser Licht ausgegangen? Okay, in meiner Küche fällt gerade Müll um. Von alleine. Nein! Nein! Der Geisterfahrer. Das ist doch... Oh, Hilfe! Sehr neblig. Das ist doch die komische Feuerwehrfrau von vorhin. Von vorgestern und wo es noch heller war. Okay, also Geister fahren und Autounfälle provozieren können wir auch nicht. Wir sind so unwahrscheinlich langsam. Ich fühle mich so richtig langsam. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ist das schon das Ziel gewesen? Nee, da war irgendwas blau. Also was die einzelnen Symbole bedeuten, habe ich keine Ahnung. Komm, ich überhole dich jetzt einfach mal ganz gekonnt. So, wo soll ich hin? Unser Navi ist ja echt nicht so... okay, da gäbe es Wasser. Wasser haben wir noch genug. So, okay. Ja, das bringt ja Fun. Das bringt wirklich... Oh, wo bin ich gegengefahren? Ich habe gerade auf einen anderen Bildschirm geguckt. Kimo, wo bin ich gegengefahren? Ein Kfz. Ein Kfz, meinst du? Aber das ist irgendwas an der Seite. Ja, gleich stelle ich mich quer. Entschuldigung! Hallo, fahren Sie mir bitte nicht rein. Hier ist jetzt die Feuerwehr am werkeln. Ich habe auch den Eindruck, dass meine Lampen nicht so ganz... Doch, hallo! Na, schön, Sie kennenzulernen. Doch, das war ein Auto. Ich habe ein Auto, was hier einfach so geparkt. Ich wollte einfach gucken, was in diesem parkenden Auto so vor sich geht. Weil du hast ja manchmal in parkenden Autos passieren ja so Dinge. Es gibt keine Menschen, die ich überfahren kann und die ich durch die Gegend schleudern kann, fällt mir gerade auf. Ist vielleicht bei meiner Fahrweise auch, oh Gott, jetzt muss ich mich konzentrieren, ist bei meiner Fahrweise vielleicht auch gar nicht so unklug, dass das Spiel hier keine Menschen eingebaut hat, macht es aber als Simulator ein wenig, ja, Haus, wie drücke ich das aus? Da fehlt was, so, da fehlen einfach Menschen. Wo soll ich lang? Links oder rechts? Was ist das für ein Kacknavi? Hilfe! So, ich glaube, ich habe irgendein Haus angefahren. Piep, piep, piep. Ich fühle mich ein bisschen wichtig mit diesem großen Auto. Auch wenn ich gerade, glaube ich, den Baum hier umsäbel. Jetzt hänge ich, glaube ich, richtig fest. Kivo, ich glaube, du musst mir echt helfen. Ich komme hier nicht raus. Hilfe! Rette die Feuerwehr. So, ich glaube... Wir brauchen jetzt einen Retter. Kivo! Was soll ich denn da machen? Retten!
Oh, da ist eine Lücke. Er rettet mich. Ja. Da ist nicht zu retten. Okay, ich bin nicht zu retten. Also, Kivo sagt, wir haben uns festgefahren. Ich sehe gerade nur noch Baum. Geile Aktion. Beep, beep. Aber guck mal, das sieht gar nicht so schlecht aus, wenn ich jetzt hier einfach mal, einfach nur rückwärts rausfahre. Guck mal, doch, das hast du sehr gut gemacht. Du bist um den Baum drumherum. Siehst du das? Ich glaube, da besteht Hoffnung. Ich glaube, ich sehe was. Irgendwas. Ein Baum. Jetzt hänge ich am Busch fest. Das ist gut. Können wir machen. Ah, guck mal, da brennt's doch. Na Mensch. Fahren wir mal eine Runde in den Busch rein und dann decken hier gerade mal so einen Brand. Ich weiß noch nicht, wie ich hinkommen soll. Das ist auch immer schön für Beteiligte, die sich sowas angucken und sich denken, guck mal, da ist die Feuerwehr, aber die ist unfähig. Konzentrieren wir uns. Es ist ja auch spät, muss man dazu sagen. So, vielleicht noch mal ein Stück nach vorne und jetzt irgendwie, Ja, ist nicht so ganz einfach. Ist wirklich... Ah, doch, da geht was. Komm, los. Wir fahren gleich ins brennende Haus rein, glaube ich. So, langsam geht der Sprit zu Ende. Und wo hängen wir denn an? Was? Guck mal, an so einem kleinen Kackbusch, ne? So, jeder Hund springt da drüber und springt da durch. Aber wir bleiben mit unserem riesenkolossalen Auto an diesem Mini-Kackbusch hängen, ne? Das ist ja wieder sehr realistisch. So, ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn man irgendwie im Spiel festhängt. Ob es da irgendwie einen Button gibt mit hol mich hier raus oder zurück. Ich glaube eher nicht, ne? Ich glaube, dann ist Spiel im Arsch, oder? Dann ist Spiel im Arsch, ja? Kivo nickt. Okay, ich probiere mich noch ein bisschen frei zu fahren. Ich denke, ich werde das rausschneiden. Aus ganz vielen anderen Rausschneidereien. Oder vielleicht drin lassen. Oder ich helfe. Mann, was ist denn das? Fahr doch, du Kackauto. Himmelarsch. Alter, Mann. Sowas regt mich ja echt auf. Ne? Du siehst nichts, es ist dunkel. Und dieser verkackte... Können wir diesen Busch nicht abfackeln? Entschuldigung, könnte jemand da Feuer bitte hier rüberbringen zu diesem Busch, damit die Feuerwehr zum Löschen kann? Ja, zum Beispiel, hallo, sie, genau. Sie halten doch da jetzt alle... Ja, macht schön Fotos hier. Guck, wie doof die Feuerwehr ist. Ich hänge fest. Okay, ich fahre jetzt mal eine Runde nach vorne. Sofern möglich. Ich glaube, mein Fahrer hat jetzt entweder ein Trauma oder ich hänge vorne irgendwo fest. Ja, das ist sehr cool. Ich hänge vorne an einem Stein und hinten an einem Busch. Mann, oh. So, okay, ich glaube, jetzt bin ich wirklich in einer ganz blöden Situation. Kann ich irgendwie ein Notsignal absenden? Also, wenn ich selbst nicht mehr kann? Ah, guck mal, wir haben noch eine Karte. Das finde ich cool. Die nützt uns noch nichts. Wir sind bewegungsunfähig. Hilfe! Aber guckt ja keiner. Ja. Was ist das denn? Das ist so eine Kindertröte. Ja, okay, es ist ein Spiel. Damit können Kinder, ich glaube, ziemlich böse ihre Eltern stressen. Also meine lieben, liebe Eltern da draußen, wenn euer Kind durch Zufall irgendwie diese App hat, weil es die bei mir gesehen hat, es tut mir leid. Es tut mir leid, aber... Ja, es tut mir leid. Ich hoffe, sie haben zumindest Spaß damit. Ich habe gerade ganz doll Spaß. Ich will an diesem verkackten Busch hier raus, ne? Das gibt's doch nicht. Und vor allem diese Kameraführung. So, jetzt ist gerade... Es wird zumindest hell. Wir haben jetzt hier eine ganze Nacht sinnvoll bekommen. Und ich weiß nicht, ob wir dafür auch Lohn bekommen. Ich meine, wir waren ja im Dienst, ne? Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt nicht im Einsatz waren. Wir waren im Dienst und haben sogar eine Nachtschicht. Mehr oder weniger erfolgreich, eher weniger erfolgreich verbracht und rumgebracht und eigentlich müssen wir da ja noch einen fetten Nachtzuschlag jetzt kassieren. Süß, ich bin die perfekte Angestellte. Ich hänge an diesem verkackten Busch fest und ich komme einfach nicht raus, ne? Weil die Straßenlaterne kommt ja da erst noch. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier rauskommen soll. Also, meine Lieben, ich werde das einfach probieren und hoffen, rauszubekommen. Ansonsten ist dieses... Das ist übrigens der Blinker. Wie der Blinker. Die Pfeile sind, glaube ich, die Blinker. Ach so? Warum muss ich denn blinken? Das ist doch völlig Wurst.
Okay, gut. Dann werde ich mein Telefon einfach in x-beliebige Richtungen drehen und dabei auf Pedale treten, in der Hoffnung... Aber guck mal, jetzt passiert was. Jetzt hängen wir gleich vorne am Baum noch mit fest. Doch, da passiert was. Es passiert was. Oh, pass auf. Da passiert was. Los, gib alles. Kämpfe. Ehe das Haus nicht mehr brennt. Na los. Ja, Mensch, der Paul. Also die Büsche hier in diesem Spiel sind ja echt genial. Es ist phänomenal. So Stunden später, weißt du, hat sich das Auto einmal rumgedreht um die eigene Achse. Oder zumindest ein Teil. Aber ich gucke mal, wenn wir jetzt nach vorne... Ja, ich stelle mich selten dämlich an, aber es ist von der Besteuerung, genauso, von der Steuerung ist das wirklich echt richtig dämlich gemacht. Aber! Siehst du, was ich sehe? Wir sind draußen. Wir haben es geschafft, erfolgreich. Ja, nu, jetzt hier mal nicht... Entschuldigung, sie stehen im Weg. Lassen Sie die Feuerwehr durch! Moment. Um die Wichtigkeit nochmal hervorzuheben. Hallo, ja, Entschuldigung, fahren Sie mal bitte jetzt nicht vorbei, wenn ich hier Sie rede. Guck mal, das blinkt schon. Das switcht ein bisschen weg. So, Wichtigkeit hervorgehoben. Wir sind im Dienst, im Einsatz und ja, wir sind so ein bisschen übernächtigt, glaube ich. Das liegt an der langen Nachtschicht. So, und jetzt stopp, wir haben Ziel erreicht. Los. Auf Anhieb. Ja, das läuft doch. So, guck mal, ist schon komplett ausgebrannt. Ich weiß gar nicht, was wir da noch tun sollen. Aber gut, ich würde sagen, wir tun es einfach mal. So, funktioniert auf die gleiche Weise. Einfach aufs Feuer tippen. Aber ich finde ja liebevoll gemacht die ganzen Takes da an der Seite. So drumherum. Ist ein schönes Haus irgendwo in Berlin. Ja, und sonst so? Bei euch da draußen? Und hier drinnen? Ja, komm. Ey, sag nicht, das brennt noch immer weiter. Das gibt's doch nicht. Ja, okay. Also ich glaube, das Fahren macht wesentlich mehr Spaß als das Löschen. Juma, und hier wird mein Brand schon wieder mehr. Mhm, finde ich gut. Ich würde gerne, kann ich mit zwei Fingern arbeiten? Nee, kann ich nicht. Schade. Ich hätte gedacht, ich kann jetzt das Wasser teilen. Wie Jesus. So, okay, den kleinen, also das links da haben wir schon gelöscht. Also einfach nur raufhalten, bis da irgendwann ein Schriftzug zu sehen ist, den man prima unter dem Finger nämlich nicht erkennen kann. Das ist sehr intelligent gemacht, das unmittelbar an der Stelle anzubringen. Wir haben zumindest gleich kein Wasser mehr. Das heißt, für dieses Haus, was hier eh schon halb nicht vorhanden ist, haben wir sozusagen unseren Tank an Wasser auch noch leer geräumt. Das ist wirklich Effizienz auf höchstem Niveau. So, wir haben es geschafft, erledigt. Und ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt Geld dafür bekommen. Gucken wir mal. So, ach ja, die haben wir noch an, die können wir jetzt ausmachen. So, 428, da bin ich ja gespannt, was uns das Wasser kosten wird, ob sich das irgendwie lohnt. Ich glaube, wir suchen jetzt einfach mal, was suchen wir denn? So, GPS, aha, guck mal, 7 new items available. Das heißt, ja, ich würde sagen, vielleicht zum Depot mal eine Runde zurück. Ich habe nur keine Ahnung, wo wir da langfahren müssen, ne? Aber gucken wir mal. Ich glaube, ich habe jetzt verstanden, wie wir fahren müssen. Wobei hier, Moment, da ist doch ein Wassersymbol. Ah, an den Hydranten. Ja, jetzt verstehe ich das. Okay, Blondie versteht ein bisschen, allmählich. Auch wie man fährt. So, ich will nur nicht zu schnell, sonst fahre ich ja rüber und hänge vielleicht am Hydranten fest. So, genau, jetzt kann ich das irgendwie... Haben wir das jetzt aufgefüllt? Ja, hat es uns was gekostet? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ob uns das was gekostet hat. Haben wir unser GPS-Ziel noch im... ja, ich glaube, das war noch eingespeichert. Okay, dann würde ich sagen, fahren wir mal durch diese romantische Gegend an diesem bestimmt jetzt schon Mittag. Menschenleer ist die Gegend und um die Ecke rum. Ich bin schneller. Nicht. So, na dann, tritt mal aufs Gaspedal. Hallo? Okay, das Gaspedal ist gestört. Mein Gaspedal, also mein Pedal funktioniert nicht. Du hörst es auch nur ganz abgekackt piepsen.
So, das war jetzt mal zur Abwechslung nicht meine Schuld, sondern die des Spiels. Okay, das ist jetzt schon wieder mehr meine Schuld. Hier läuft! Ich wollte einfach nur mal alle vorbeilassen. Ach, es ist ein schönes Spiel. Es ist ein fantastisches Spiel. Ich liebe es. Es ist toll. So, und jetzt gib Stoff hier, Feuerwehrmann. Es ist aufregend, das Fahren. Habe ich meine Fahrprüfung bestanden? Okay, jetzt weißt du, wer niemals irgendwie in ein Auto steigen darf. Ich. Aber hier sind auch ein paar geile Kurven dabei, ne? Aber das Auto lenkt sich aber auch echt extremst beschissen, ne? Muss ich dazu sagen. So, um ein paar Ausreden zu suchen, die für mich sprechen. Was ist denn da los? Da war irgendwas auf dem Weg. Ich glaube, wir haben die einzigen Menschen gefunden, die es jetzt gab. Okay, so, das sieht aus wie ein halber Atomreaktor, der da oben steht. Es ist eine romantische Gegend, aber vielleicht gibt es deswegen... Nein, ich habe keine Ahnung. Okay, aber die Stadt ist doch eigentlich schon ziemlich schön gemacht. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang soll. Aber gut, am besten mal gegen Schild. Das ist immer gut. So, piep, piep, piep. Aber guck mal, das ist doch jetzt mal elegant rausgefahren. So, das war jetzt so auf die späte Stunde. Hat es ein bisschen länger gedauert, bis ich das Ganze hier lerne. Aber ich bin ja lernfähig, ist ja nicht so. Das wird wahrscheinlich nur keiner von euch mehr da draußen sehen, weil ihr schon längst vorher abgeschaltet habt. Oder ihr habt den Lachflash des Jahrhunderts bekommen. Ich bin nicht Multitasking. Okay, was lerne ich daraus, wenn ich irgendwann mal einen Führerschein machen sollte? Ich glaube, ich darf dabei nie reden. Fahr doch! Ich würde ganz gerne mal wieder einen Stau provozieren wollen, aber ich glaube, wir fahren halt wirklich erst ins Depot. Das liegt am Regen, das ist einfach zu glitschig hier auf der Straße. Das ist es, ganz eindeutig. So, halt, stopp! Oh, ein Hafen! Das finde ich ja schon wieder romantisch. So, tritt aufs Gaspedal! Go, go, go! Ich habe keine Ahnung, aber den Weg sind wir doch vorher nicht gefahren, ne? Na gut, er sagt uns an 4 Kilometer. Wir fahren jetzt einfach mal einen derben Umweg. Warum auch immer, wir tun es, weil wir es können. So, ich probiere ganz elegant um die Kurve rumzukommen und das sah doch eigentlich aus, als könnte ich fahren. Als würde ich jahrelang nichts anderes tun, außer mal ein Haus zu schrammen und... Ich glaube, ich gehe mal von's Gas, genau so. Stopp! Sind wir da? Wir haben es erreicht. Ja, cool. Geile Sache. Und jetzt muss ich irgendwo hin. Ich weiß nur gerade noch nicht, wohin. Wohin soll ich? Hallo? Ach, da, wo grün ist wahrscheinlich, ne? Das macht Sinn. Na dann. Naja, wobei wir können, wenn wir hier schon mal da sind, können wir auch schon mal Sprit laden. Ja, mach doch. Stopp. So. Teuer ist es, ne? Okay, wir kaufen einfach mal ein bisschen was. Und da läuft man dann wahrscheinlich auch Gefahr, diese In-App-Bezahlfunktionen irgendwann in Anspruch zu nehmen vielleicht. Das wird so eine Spritgeschichte. Und so, also gucken wir mal. Wir haben das erreicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Schicht beendet. Sehr gut, Chef. Ich habe es geschafft. Aber ich glaube, wir haben ein bisschen was eingenommen. Guck mal, mit 500 sind wir gestartet. Wir haben jetzt gerade getankt für, ich weiß gar nicht, was wir ausgegeben haben fürs Tanken. Ein bisschen was. Okay, ja. Wir gucken jetzt einfach mal hier in die Einstellungen rein. Wow. Vielleicht können wir, guck mal, was gibt es denn hier alles an Einstellungen? Wir gucken jetzt erstmal ein bisschen rum. So, Sensitivität, das ist eine... Ach, guck mal, hier können wir auch... Ah, schau mal, hier. Wenn wir zum Beispiel keinen Regen mögen, können wir das auch ausstellen. Aha, ja, sehr gut. Also für diejenigen unter euch, die keinen Regen mögen. Aber ich glaube, den Rest, den lasse ich wirklich so. Weil wenn ich jetzt noch anfange hier mit Gängen, ich glaube, das, das geht nicht gut. Das geht nicht gut. So, was sind denn jetzt... Ach so, hier aufs Cash-Symbol vielleicht. Watch video and get $200 in-game funds. No. No. Das wollen wir jetzt nicht. So. Aber was haben wir denn jetzt? Es stand doch, dass wir so viel bekommen hätten. Kriegen wir jetzt irgendwie ein anderes Auto oder sowas? Das wäre natürlich auch mal geil. Das können wir uns alles nicht leisten. Nee, guck mal, das ist alles viel zu teuer.
Aber wir können es vielleicht umfärben. Vielleicht kostet das Lackieren ja nicht so viel. Doch, es kostet zu viel. Wir können uns nichts leisten. Ich weiß halt nicht, ob wir ein schwarzes, guck mal. Aber was heißt denn Three Fires? Ah, okay, wir müssen drei Brände löschen, um das frei zu. Aber dieses Schwarz finde ich doch eigentlich ziemlich cool. Kibo, was sagst du denn? Ein schwarzes Feuerwehrauto? Hat nicht jede Stadt. Hat nicht jede Stadt, ne? Das würdest du, glaube ich, auch nie erkennen als Feuerwehrauto, ne? Also ich habe keine Ahnung, was wir jetzt angeblich hier freigeschaltet haben, weil hier stand ja, wir hätten irgendwie Dinge freigeschaltet. Ich sehe jetzt nicht wirklich, dass wir irgendwie was freigeschaltet hätten. Ich sehe es nicht, ne? Ach doch, guck mal, hier. Also wir haben jetzt momentan keine Leiter, oder... Haben wir eine Leiter? Nee, guck mal. Wir haben jetzt... Okay, wir kaufen einfach nichts. So, weil mir dieses Menü gerade ein bisschen zu nervig ist. Und ich würde sagen, wir setzen uns doch nochmal ins Steuer und fahren ganz gekonnt zu unserem nächsten Brand. So eine Schule oder sowas. Was richtig Sinnvolles, wo man richtig... Also, dann mal auf. So würde ich sagen, gucken wir doch mal in unser schlaues Navi. Ein Hotel, 27 Kilometer. Da müsste man so ein bisschen fahren. Finde ich gar nicht so schlecht. Wobei, wir können ja... Kann man das auf der Karte irgendwie sehen, wo das liegt? Kann man das irgendwo sehen? Weil das ist ja die Karte, die wir jetzt haben. Nee, nicht so wirklich, ne? Ja, gut, okay, komm, dann lass uns erstmal hier die... Ah, Nadine natürlich im Weg nicht. Da, den kleinen Brand hier, 5 Kilometer. Wenn wir die erfolgreich gefahren sind, ohne Schlimmeres, wäre das doch schon ein kleines erstes Erfolgs... Warum stehst denn du hier so schräg? Erfolgserlebnis, aber gucken wir mal. So, ich halte gekonnt einfach nicht an und switche hier einfach ganz gekonnt... an allen vorbei, ohne Unfälle zu provozieren. Finde ich gut. Und ohne Laternen mitzunehmen, finde ich auch gut. Und fahre einfach mal über sämtliche Farben. So. Ja. Oh. Ich wollte gerade sagen, so schlecht sah es doch gar nicht aus. Naja. Okay, das kann passieren. Ich bin noch in der Ausbildung. Ich lerne noch. Mein Auto raucht. Kann das sein? Ich glaube, jetzt brenne ich. Siehst du das? Mein Auto qualmt. Da sitze ich im Übrigen. So sehe ich aus. Bin ich nicht hübsch? Hallo? Tiep, tiep, tiep. Das sah gerade so. Siehst du das? Schwarzer Rauch. Ich glaube, unser Auto brennt. Ich glaube, uns geht's nicht gut. Ja gut, das ist natürlich auch gut, wenn das Feuerwehrauto brennt. Hallo? Entschuldigung. Fährst du mich mal nicht an? Hallo, können wir den, guck mal, aber den können wir ganz gekonnt auch selber mit wegschieben. Jetzt weißt du auch, warum wir qualmen. Hallo. Oh. Aber die Reifen, den Sound, den haben sie auch eingebaut. Finde ich ja sympathisch. So, okay, ja, wir fahren auf unsere Spur. Aber irgendetwas sieht hier nicht so gut aus an unserem Auto. Irgendetwas sieht hier dezent defekt aus. Vielleicht kommt aus unserem Schlauch jetzt auch nichts mehr raus. Das werden wir gleich mal rausbekommen. Wenn wir denn diese fünf... Ich glaube, es war klug, nur 5 Kilometer auszuwählen. Gucken wir mal. So. Hui. Ich habe Spaß. Aber so, jetzt genau. An die Straße kann ich mich erinnern. Muss ich jetzt oben oder unten? Ah, der Brand da. Fast wäre ich schon wieder. Ich habe es nicht gesehen. Es war so spontan. Es kam so spontan, so, und jetzt gar nicht möglichst viel bewegen, sagte sie, und, na doch, 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 feinste Millimeterarbeit, und stopp, 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 stopp. So, ich glaube, diesmal sind wir ganz gut angekommen. Ich glaube, wir fangen erstmal oben an. So. Schauen wir mal, ob wir das gelöscht bekommen. So, die Menschen sind offensichtlich schon evakuiert worden. Finde ich auch sehr gut, finde ich sehr gut. Doof finde ich halt nur, dass du echt überhaupt nicht siehst, was du da tust in dem Brand. Weil du musst ja den Finger raufpacken, wie gesagt, um das zu löschen. Du siehst auch ab und zu die Zahlen ein wenig hochkommen, aber den Hauptteil siehst du einfach nicht, weil der Finger davor ist. Das ist ein wenig unklug entwickelt. So, und es knistert, das romantische Lagerfeuer im Haus. Aber wie ein Hotel sieht es jetzt auch nicht unbedingt aus, ne? Wäre jetzt nicht so das...
Na gut. Aber die müssen ja jetzt eh renovieren. Genießen wir diese Stille beim Löschen des Feuers. Und da oben, da, ach Mann, das ist doch echt für'n Arsch. Also ich glaube, Feuerwehrmann ist ein anstrengender Beruf, aber wäre, glaube ich, definitiv nicht mein Job. Ich würde mich zu dämlich anstellen. Ja, also das Löschen ist echt mitunter richtig, richtig spannend, ne? Das ist einfach, guck mal, das ist eine ganze Mathe-Aufgabe für mich. Das ist die Herausforderung. Du musst da jetzt zusammenzählen und, ne? Die blauen musst du subtrahieren und die roten addieren und das in der Geschwindigkeit, in der es aufploppt. So, ich mache gar nichts mehr, aber es kommen immer noch Zahlen raus. Das finde ich sehr sympathisch. Ist es jetzt vorbei oder? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es fängt wieder an zu brennen. So, meine ellenlange Matheaufgabe. Finde ich sehr schön. Ich habe nur gleich kein Wasser mehr, ne? Aber es stand doch eigentlich, das wäre, ach Mann, ey. Ich dachte, unten wäre schon auf 0%. So, 1% Feuer, so 0%. Jetzt aber hier. Jetzt ist vorbei. Jetzt will ich hier kein Feuer mehr sehen. Und, ja, das sieht sehr gut aus. Ich glaube, wir haben es geschafft. Sehr schön. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall einen Hydranten suchen. Einen Hydranten suchen. Und wir können uns zum nächsten begeben. So, dass ein Hostel brennt. Ich bin immer noch fürs Office Building. 37 Kilometer einfach, weil mich interessiert, wo wir dann kartentechnisch landen. Ich weiß noch nicht, ob wir da drauf landen werden, weil ich einfach zu doof bin zum Fahren. Aber das wäre jetzt noch so die einzige kleine Herausforderung, die mich an diesem Spiel interessieren würde. Und vielleicht interessiert ihr euch ja auch dafür. Oder auch nicht. Oder ja, keine Ahnung. Wo fahren denn die Autos da an der Seite hin? Warum machen die denn so einen Bogen? Meidet mich doch lieber. Fahrt nicht zu mir hin, sondern fahrt weg. So, dann würde ich sagen, auf geht's. Los. Zum nächsten Brand. Na, eigentlich irgendwie. Ich hoffe, dass ich die Hydranten nicht übersehe. So, jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, wo lang. Soll ich oben rum? Soll ich abbiegen? Ich habe keine Ahnung. Ja, das kommt sehr, sehr früh. Liebes Navi. Oh, Autounfall! Hast du gesehen? Da kann noch jemand so fahren wie ich. Stopp doch! Hallo! Wollten wir das angucken? Hast du das gesehen? Da unten, da im Graben. Ja, Entschuldigung, ich wollte gerade gucken. So, das musste ich mir noch kurz einmal angucken. So ein bisschen Sightseeing muss ja noch sein. Ich kenne mich in dieser Stadt ja nicht aus. So, und ich glaube, da haben wir einfach noch ein Feuer. Mal so spontan auf dem Weg. Eine Mülltonne brennt. Okay, irgendwer hat gezündelt. Ich war es nicht und ich fahre gleich schon wieder rein. Stopp doch! Hilfe! Dieses Auto ist zu schnell. Manchmal. Ja, ja, fahr an mir vorbei. Uns geht's echt nicht gut. Da kommt irgendwas Schwarzes raus. So, auch kleine Brände. Ja, 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 you have to stop. Ich stopp doch schon. Stopp lieber mich. So, großer Brand. Können wir da oben rein? Ja, und die Mülltonne ist... Na Mensch, 263, also die Mülltonnen, die lohnen sich. Wenig Wasser, aber doch gut Kohle, weil im Endeffekt, wenn du jetzt das Haus von gerade eben, da musstest du doch schon einiges an Wasser investieren, um das Ganze zu löschen, hast aber nichts verdient. Also halten wir uns jetzt ab sofort an Mülltonnen. So, schauen wir mal, wo wir langfahren. Ich glaube, das Spannende hier an diesem Spiel ist, glaube ich, auch eher das Rumfahren in Gebiete, die du noch nicht kennst, weil du nicht weißt, wo du landest. Wenn du die Möglichkeit hast, irgendwo zu landen. Genau so. ich bin nicht Multitasking. So, mein Knopf funktioniert schon wieder nicht. Beep, beep. So, wir lassen ihn einfach mal vorbei. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Auf geht's. So, ich will einfach hier nochmal ein bisschen Alarm machen. Wir sind ja eigentlich auch im Einsatz. Ich weiß noch nicht, ob ihr mich dann jetzt noch hört, weil dieses Alarmgedöns so laut ist. Hilfe! Ich glaube eher nicht. Ich probiere das mal so ein bisschen zu übertönen. Das ist auch mega gut. Sie hat es angemacht und jetzt beschert sie sich. Aber ich finde, so ein bisschen Alarm müssen wir doch machen. Das stresst nochmal so richtig schön so. Also, liebe Kinder, das ist ein Spiel. Damit könnt ihr so richtig alle Leute um euch herum stressen, euch selber stressen und Panik machen und so. Jetzt muss ich mich absolut konzentrieren. Ich hänge irgendwo fest. Ihr könnt auch Häuser einreißen damit, wie ihr seht. Das läuft sehr, sehr gut. Es läuft sehr gut. Ihr könnt auch die
der angereist und ich habe keine Ahnung, ob wir nicht am Ende irgendwie in die Luft fliegen. Es geht uns nicht so gut. Hydranten habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Ach, oh, Himmelarsch. Also ich finde, die Bedienung ist ja schon eigentlich irgendwie sensibel genug eingestellt. So, unser Auto ist sowas von im Arsch. Ich glaube eher, wenn du neue Autos kaufen musst, dass dieses Auto irgendwann komplett im Arsch ist. Das könnte ich mir vorstellen, dass dann halt steht von wegen irgendwie, dieses Auto ist kaputt. Don't use it, buy a new one. So, ne? Das könnte ich mir vorstellen, durchaus, durchaus. So, wir fahren hier romantisch an den Palmen entlang und... Ach schön, waren wir hier nicht schon mal? Ich glaube, wir fahren jetzt zu dem gleichen nochmal raus, wo wir schon mal waren. Glaube ich. Und es regnet, natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Dramatik baut sich auf. Aber es gibt keine andere Musik, ne? Es gibt keine andere Musik. So. Ah, da ist ein Hydrant, aber auf der falschen Seite. Wenn ich jetzt umdrehe, dann hänge ich wieder irgendwo fest. Ah, ich wollte ausweichen. Siehst du? Was lernst du daraus, wenn du hier mitdenkst und mithelfen willst und empathisch hier deinen Mitmenschen ausweichen willst? Du fährst gegen ein Schild. Also, liebe Kinder, nutzt dieses Let's Play bitte nicht irgendwie, um herauszufinden, wie man Auto fährt. Ihr seht ja, so macht man es nicht. Ja, es bringt auf jeden Fall Spaß. So, ich habe keine Ahnung, wo ich... Ach, ich glaube, wir tanken vielleicht mal, wenn wir angehalten werden. Ja, das wäre auch mal sinnvoll, dass man uns anhält. Steig doch aus. Tanke. Los. Komm. Hallo? Doch ein Stück zurück? Was? Wo ist dein Problem? Tank doch. Der hat keinen Bock mehr. Ich kann es ihm nicht verübeln. So, können wir das bezahlen? Ja, können wir bezahlen. Also, tank doch einmal voll. Zack. Voll getankt haben wir so. Und jetzt haben wir aber das Problem, dass wir an den Hydranten da vorne nicht rankommen, den ich da entdeckt habe. Das heißt, wir müssen einfach rückwärts aus dieser romantischen kleinen... Ich überlege gerade, wie rum. Tankstelle herausfahren. So, weil was nämlich mein Problem, glaube ich, an diesem Spiel ist, warum ich so grottenschlecht hier versage, das Umdenken des Ausparkens, also einfach nur das Seitenverkehrdenken, das ist gerade um diese Uhrzeit nicht mehr gegeben. So, Ausrede gefunden. Perfekt. Und da können wir jetzt gleich auch, ich glaube, das Wasser auffüllen kostet nichts, oder? Ich glaube, das kostet nichts. So, langsam fahren wir und ja, also ich finde ja schon, es sieht ja nicht mehr ganz so schlimm aus. Nö. Ich glaube, das ist kostenlos. Na, wenigstens etwas. Wenn das jetzt was gekostet hätte, dann wäre das auch ganz, ganz schlimm gewesen. So, also, mal schauen. Wir haben immer noch 20 Kilometer. Das heißt, 15, ich glaube, 35 Kilometer waren es. 15 Kilometer haben wir erfolgreich zurückgelegt. Und das ist doch schon mal eine Leistung. Da könnte ich mir jetzt theoretisch auf die Schulter klopfen. Tue ich aber nicht, weil dann fahren wir wieder irgendwo gegen. Ich glaube, das ist nicht so sinnvoll. So, vorsichtig um die Ecke und vorsichtig an der Mauer vorbei. Ich gehe einfach hier jetzt mal vom Gas runter, sonst ist bei solchen Kurven, glaube ich, so ein bisschen chaotisch. Ja, ich halte natürlich auch die ganze Zeit auf dem Gas drauf, ne? Das ist von irgendwelchen Rennspielen noch so in mir drin. Hups. Entschuldigung. Gucken Sie doch mal, ich bin kaputt. Mein Auto ist kaputt, ich bin kaputt. Das war keine Absicht. Und da staut sich schon wieder. Finde ich ja charmant. Könnte man, ist das eigentlich so eine Stelle, wo viele Autos kommen? Könnte man dann an der Stelle eigentlich fast nochmal ausprobieren? Das probiere ich vielleicht wirklich nochmal aus, wenn so richtig viele Autos kommen. Wie lange man dieses Spiel mit die Autos stauen sich letztendlich doch austesten kann. Finde ich richtig gut. Finde ich gut. Kannst du so machen, musst du aber nicht. Aber kannst du ausprobieren. Okay, gut. Ja, Entschuldigung. So einen kleinen Spaß muss man sich doch gönnen. Okay, gut. Dann bling. Und da wurde es plötzlich wieder so wie Aprilwetter hier, ne? Blup. Ich dachte, ich könnte ein bisschen abkürzen. Hat nicht funktioniert. Ach, schön. Ah, na sowas nachts spielen ist wirklich, ist das perfekte Spiel für die Nacht. Danach werde ich auch prima schlafen. Ich werde bestimmt irgendwelchen Unfug träumen. Das, glaube ich, ist jetzt schon...
hervorzusehen. Oh, in den Bagger möchte ich ja jetzt steigen. Jetzt bin ich auf den Geschmack gekommen. Schön. Ah, Hilfe. Okay. Ja, ganz knapp. Ganz knapp. So, komm, wir machen noch mal ein bisschen Alarm. Ich bin gerade hier. Wo soll ich lang? Hört ihr das? Sind wir das? Ach so, wir können dann hupen automatisch. Ach, finde ich gut. Und der hält danach an. Ja, das ist ja sympathisch. Okay, dann düsen wir jetzt hier richtig mit Karacho durch. Und so richtig Alarm, was einem so richtig dann nach einer Weile auf den Sack geht. Guck mal, aber dann klappt's auch mit den Kurven, siehst du? Prinzessin braucht nur ein bisschen Alarm und tätere. Dann klappt's auch, siehst du, wie sie mir alle ausweichen. Ja Mensch, da fühle ich mich doch gleich richtig wie ein Feuerwehrmann. Oder eine Feuerwehrfrau. Irgendwas dazwischen. Nee. Wow, siehst du, die Kurve war jetzt gar nicht mal so doof. Und er gibt Alarm und Stoff. Finde ich gut. Ich glaube, jetzt haben wir es raus. Jetzt sind wir hier richtig angekommen im Spiel. So nach gefühlt irgendwie einer Stunde. Ist ein Spiel, macht auf jeden Fall Alarm. Und ich glaube, wir haben es erreicht. Stopp. Mensch, das ging ja jetzt schneller, als ich gedacht hätte. Das war jetzt eine Punktlandung. So, okay, dann löschen wir mal los. Was ist das eigentlich für ein Haus mal gewesen? Ist nicht mehr zu sehen. Ich weiß es auch nicht mehr, was wir da... So, und da geht die Mathe-Rechnerei wieder los. Für mich ist das, wie ihr wisst, ja nichts. Aber vielleicht ist ja jemand da draußen, der mir dann die Ergebnisse hier hinschreiben kann. Ah, dieses Spiel. Sehr schön. Okay, wir löschen es. So. Aber ich meine... Hat die Feuerwehr nicht noch mehr Aufgaben, außer nur Brände löschen? Das ist jetzt auch nicht unbedingt so realistisch, wenn es heißt, ja gut, es hieß zwar Fire Engine Simulator, aber ich würde mir noch ein anspruchsvolleres Tätigkeitsprofil als Feuerwehrfrau in dieser tollen Stadt wünschen. So zum Beispiel Katzen vom Baum fischen. Und andere Dinge, die Feuerwehrmänner doch tun. So, ich glaube, wir fangen jetzt hier mal auf der linken Seite an, aber ich weiß nicht, ob es dann rechts nicht gleich wieder anfängt zu brennen. So. Ja, doch, es fängt an. Sehr schön. Hallo? Denn du musst auch draufhalten. Es hat etwas Tiefenentspanntes. Ich glaube, das... Kannst du nicht, ohne wegzuschneiden, wohin machen? Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ja, ist ein Spiel, kann man sich auf jeden Fall mal installieren. Mann. Kann man sich auf jeden Fall mal installieren, wenn man Auto fahren möchte. Es hält noch nicht mal Wasser drauf, es ist geil. Also, lösch es doch. Ich sehe schon gleich, dass uns das Wasser ausgeht und wir diesen Brand nicht gelöscht bekommen. Ne? Den Fall gibt es bestimmt auch, weil wir einfach unser Auto schlecht ausgestattet ist. Aber ich meine, wir gehen ja eh bald kaputt. Also das hier oben kriege ich echt ungelogen. Ich kriege es nicht gelöscht. Ne? Ich glaube, wir sind gleich wasserleer. Ich glaube, wir müssen das Haus gleich verbrennen lassen. Ich glaube, darauf läuft es hinaus. So. Ah, okay, ja, die Seite haben wir schon, aber ich weiß nicht, ob wir mit 118 Litern hier noch zu Ende kommen, weil das sind noch ungefähr 50%. Nein, gleich ist das Wasser leer. Nein, das gibt's doch nicht. Ich will nicht nochmal Wasser nachladen. Nein. Liebe Nachbarn, ich brauche Wasser. Komm, jetzt macht mal hier eine Kette mit Eimern. Ja, ich würde sagen, aus die Maus. Sorry. Ich habe es versucht, meine Lieben. So, also... wir brauchen Wasser. Ja, tut mir leid. Brand können wir jetzt nicht löschen. Ich glaube, ich sollte vielleicht auch mal intelligenterweise irgendwie Licht anmachen, wenn ich im Dunkeln fahre. Das wäre auch noch eine Option. So, jetzt möchte ich mal ein bisschen Ruhe hier haben. Wasser. Die Frage ist, fahren wir dann wirklich nochmal zurück? Eigentlich ja schon, ne? Also wir haben es im GPS, ist unser Ziel noch drin, von dem wir uns entfernen und wir brauchen gleich selber irgendwie einen Feuerwehrwagen und Notarzt und alles Mögliche zusammen. Dann können wir gleich noch hier Notarzt-Simulationen hinterher schieben und gucken hier Wiederbelebung und sämtliche Sachen.
Okay, ich habe keine Ahnung, wobei auf der anderen Karte, da sind wir. Kann man da die Wasserstellen sehen? Nein, kann man nicht sehen oder es gibt hier keine. Ich glaube, dann würde ich jetzt einfach mal geradeaus nochmal fahren, sagte sie so einfach, dass aus ihrem Wunschgedanken heraus sagte sie, sie möchte geradeaus fahren. Ja, ich glaube, das probieren wir jetzt mal aus. Weil das Haus würde ich schon ganz gerne noch zu Ende löschen. Wo kommst du denn hier? Aus dem grünen... Oh, grün, genau so. Aus dem gelben Balken heraus. Ich sehe nichts. Ich sehe wirklich gar nichts. Es ist tiefdunkle, schwarze Nacht. Tiefdunkle, schwarze Nacht. So. Und wir entfernen uns. Und ich fahre, glaube ich, gleich komplett im Kreis. Kann das sein? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ach, ich bin die beste Autofahrerin der Welt. So, und gleich kippen wir um. Ja, wir sind an unserem Brand wieder angekommen und haben eine Rundfahrt gemacht. Links und rechts, Sightseeing. Ach, es ist verkackt. Es ist sowas von verkackt. Dieses Video ist, ja, dezent spaßig so. Komm, jetzt fahr hier mal weg. Ja. Also ich würde sagen, meine Lieben, es ist hoffnungslos. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß damit und löscht Feuer und Brände und